Kapitel 14. Buße. Na, noch. Also 17 Kapitel gibt's. Haben wir noch was vor uns? Amicia! Amicia! Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Ach, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was von Regeln erzählen. Sag ich ihm auch im Büro gesehen? Alleine los. Seine Mutter zu retten. Ah, ja klar. Hugo! Antworte! Hugo! Okay. Oh, mein Kopf. Oh, sachte. Ganz langsam. Was ist denn hier jetzt wieder passiert? Nicht anhalten. Weiter. Hugo! Wo kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Ja. Eins und eins zusammenzählen. Er hat gehört, dass seine Mutter in Gefangenschaft ist und will sie retten. Ist das ein Dorf? Mhm. Hier? Okay. Ein Dorf. Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Hä? Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seit... ihr das? Ach, das ist die Alte. Gesehen. Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Hä, es kommt irgendwie du rüber wie ein Traum. Der Wind kündigt sich an, Amicia. Schon wieder? Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius, seid ihr das wirklich? Ach, die träumt. Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Hä? Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sieh selbst. Was? Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Ruhe! Hä? Hugo, wo bist du? Das ist jetzt die Realität. Sie ist einfach nur da reingefallen und war kurz bewusstlos.
hat sich diesen Unsinn zusammengesponnen. Was ist der? Oh nein. Lasst mich gehen! Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Hm? Ich weiß es nicht. Na, das gäbe noch mal eine schöne Prämie obendrauf. Ja. Dafür werdet ihr bezahlen. Die Prämie könnt ihr haben. Amicia! In Steinform. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Es war aber schnell. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört. Sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Geht's hier auch zurück? Ich weiß es gar nicht. Ich denke schon. Oder träumt sie noch immer? Mama? Amicia, das ist Mama! Was? Es kommt von da drüben! Wir müssen gehen! Nein, du gehst da nicht hin! Aber warum? Lass mich los! Hugo! Ich komme, Mama! Komm zurück! Das ist seltsam. Haben sie die Mutter hierher gebracht, um sie rauszulocken? Das kann natürlich sein. Nein, Hugo! Da, sie ist da drin! Ach so, ja. Da, wo Kerzen sind. Oh nein. Lauf doch nicht da rein, Junge! Ich komme, wo bist du? Das ist nicht Mama, Hugo! Nein, nein. Oh mein Gott. Lass mich gehen. Junge, Junge. Ich habe es für ihn getan. Und ich würde euch wieder töten. Ich würde euch alle töten. Nein. Sie träumt noch immer. Nicht sie. Die Rat. Nein. Junge. Hugo, bist du das? Da kommt jemand. Ich bin Hugo. Aus dem Weg! Das sind ihre Schuldgefühle. Was tust du mir? Das ist doch kein Ort für ein Kind. Fass sie nicht an! Wo ist deine Schwester? Nein, Hugo! Meine Schwester? Weg von dir! Ich höre jemanden! Es ist niemand da. Komm. Gehen wir. Gehen wir zu deiner Mutter. Alles klar. Ende Kapitel 14.